Automationen machen unser Leben einfacher, effizienter im Business und auch privat. Jetzt kommt AI dazu. Heute machen wir ein kleines, simples Beispiel, wie ich nach einem strengen Tag einen Artikel lesen kann über irgendwas, das mich interessiert, den Link nehmen kann, in ein Google Sheet peppen kann und das für mich automatisch auf Deutsch eine Zusammenfassung macht als Twitter-Post, X-Post. Oder für Facebook oder für Instagram oder für LinkedIn. Es geht jetzt auch darum, einfach die Plattform hier zu zeigen. Du kennst vielleicht If This Then That für ganz simple kleine Automationen. Bin ich Fan davon? Habe ich ein Pro-Abo davon? Du kennst vielleicht Zapier für ein bisschen komplexere Dinge. Sehr cool. Bin ich auch Fan davon? Habe ich auch ein Abo davon? Aber jetzt, Make.com, bin ich nicht sicher. Vielleicht wird das diese beiden Plattformen ablösen für mich. Wir nehmen AI dazu heute. Das macht einfach noch mehr Spaß in die Sache rein. Und schauen, wie das so kommt. Du meldest dich an für Make.com, ein Unternehmen in der EU mit Server in der EU. Machen wir uns nichts vor. Die Daten gehen ja trotzdem zwischen verschiedenen Diensten hindurch, die nicht alle in der EU sind. Trotzdem schön. Du loggst dich also ein dann, musst ein bisschen was ausfüllen und kommst in diese Oberfläche mit Organisation, Team und eben dann Szenarien. Szenarios, das sind deine kleinen oder auch größeren Automationen. Wir gehen also auf Create New Szenario und haben eine solche Oberfläche und können sehr, sehr visuell das aufbauen. Wir wollen jetzt also Google Sheets. Ich will eine Liste machen, nämlich diese simple Liste. Und wenn ich hier einen Link reinpeppe, dann soll es automatisch eine Zusammenfassung auf Deutsch machen, das in ein Tweet hineinpacken und das für mich tweeten. For the fun of it. Okay, wir starten also mit Google Sheets als Modul und die Trigger sind jetzt, ich wähle Watch New Rows, also wenn eine neue Zeile ins File kommt, dann soll ich etwas machen. Okay? Wenn du das zum ersten Mal machst, wirst du hier oben deine Verbindung zuerst herstellen müssen zu deinen Google Sheets. Das sind 2-3 Klicks, also wirklich keine Sache. Wenn du irgendwo anstehst bei all diesen Verbindungen, wirst du auch mehrere brauchen, gibt es hier immer den Link Online Help, wo man genau dann Schritt für Schritt sieht, wie man in diesem Fall Google Sheets damit verbindet. Okay, ich gehe also in meinem Drive und wähle das File. Habe also dieses File Articles for X, das ist genau das, gewählt hier drin und wäre Sheet 1, da hat es nichts mehr drin, Table Contains Headers, jawohl, diese obere Zeile ist Header und genau die obere Zeile A1 bis Z1 ist der Header. Hier will ich ändern, dass es nur einen Link aufs Mal nimmt. Okay, da habe ich jetzt schon meinen Trigger, kann ich irgendwo platzieren. Jetzt füge ich ein weiteres Modul dazu und jetzt wählen wir Flow Control, Router. Daran sehen wir jetzt, brauchen wir nicht unbedingt für die erste, aber wenn das alles gut funktioniert mit Twitter, kann ich dann auch für Facebook, LinkedIn alles auch noch ergänzen hier. Jetzt kommt AI ins Spiel. Wir nehmen jetzt also OpenAI und Create a Completion, das ist das, was wir jetzt wählen. Wir wollen ein Prompt geben, daraus eine Antwort erhalten und das dann nutzen für den Tweet. Okay? Auch hier wieder musst du ein paar Klicks machen für deine Verbindung und Achtung, hier eine Ergänzung. Wir verbinden hier zu OpenAI, das sind die Macher auch von ChatGPT, aber wir verbinden jetzt nicht zu ChatGPT direkt, sondern zur Plattform, und zwar zur Plattform plattform.openai.com. Da musst du also einen Account machen, musst ein bisschen Geld reinladen,
wenn du solche Automatismen machen willst, mit der neuesten Version davon, also mit diesem GPT-4o. Und das geht so, dass du hier oben dann, wenn du eingeloggt bist, auf Settings, Billing gehst. Und ich habe hier einfach $20 reingeladen. Dann brauchst du hier auf Dashboard deine API-Keys. Hier kannst du Create New Secret Key und Test Default Project, Create Secret Key. Dann erhältst du diese Zeichenfolge, die ich jetzt sofort wieder lösche, und kannst das verwenden in deinem make.com. Wir sind also zurück hier. Meine Verbindung steht jetzt schon zu dieser Plattform OpenAI.com. Ich wähle jetzt hier das Modell GPT-4o. Das ist meiner Meinung nach das Beste jetzt. Max Tokens. Wie viele Tokens will ich einsetzen pro Durchlauf hier? Und das spielt natürlich eine Rolle, wie teuer jede Transaktion wird, aber das sind sowieso eher im Rappenbereich. Wenn ich 0 eingebe hier, dann nimmt es einfach so viel, wie es kann. Und die Qualität der Resultate wird dann besser, weil es zum Beispiel mehr dieses Artikels lesen kann und auch ja, besser arbeiten kann für deinen Tweet und nicht irgendwie nach drei Worten abhängt. Okay. Gut, ich habe jetzt also... Nein, hier muss ich jetzt noch den Prompt eingeben. Hier wähle ich User und einen Prompt. Ich habe jetzt einen Prompt vorbereitet und paste ihn hier rein. Aber hier kommt natürlich deine Fähigkeit zu prompten zum Zug. Und da musst du und muss ich auch noch ein bisschen schleifen dran. Zum Beispiel Use Swiss Syntax without German Double S, damit es dieses deutsche Doppel-S nicht verwendet. Don't add hashtags. Also, mach hier mal zu. As a digital marketing expert, create a short ex-post about the following article, bla 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 bla. Ein bisschen Hook drin, soll wirklich die wichtigen Dinge vom Artikel rausnehmen und im Post schon drin haben. Nicht übertreiben. Link including, vielleicht ist das falsch. Hier ist der Article. Jetzt muss ich aus Google Sheets die URL holen, die ich dort reingepeppt habe. Und dazu finde ich hier die Platzhalter. Das ist ein Fenster, das automatisch aufgeht, wenn ich hier am Editieren bin und wähle URL. Okay, hier ist der Article URL. Super. Das ist eigentlich schon alles. Jetzt will ich auch das auf Twitter veröffentlichen. Oder X. Suche also hier nach X oder Twitter wahrscheinlich besser. Create a post. Und da dasselbe wieder. Verbindung herstellen, auch sehr einfach. Da über Online-Help, wenn du dort anstehst. Und hier der Inhalt. Inhalt hole ich jetzt aus diesem vorherigen Modul OpenAI. Also gehe jetzt hier rein und unter Choices, Message, das ist die Antwort, Content, peppe ich jetzt hier in den Tweet. Okay. So, Automation eigentlich schon fertig. Macht Sinn, immer wieder zu speichern, weil es da nicht so super ist mit Autospeicherungen. Zuerst hier noch Demo 1 speichern. Jetzt haben wir ab Google Sheets bis Twitter diesen Workflow. Ich mache Run Once, aber mein Google Sheet ist jetzt noch leer. Nur mal, um zu checken, ob keine Fehlermeldungen passieren. Szenario ist richtig hindurchgelaufen, hat aber nichts gefunden. Das heißt, ich gehe jetzt hin und habe diesen Artikel auf Engadget gesehen, das Habbo Hotel wieder ins Leben erweckt wird. Wie cool ist das? Peppe das rein, Habbo Hotel.
und gehe wieder zu meiner Automation und klicke jetzt Run Once. Eins hier, ging hier durch, eins, ein Tweet. Ich kann in diesen Bubbles sehen, was da gemacht wurde. Es hat hier wirklich das Engagement, den Artikel gefunden. Hier, OpenAI, hat es einen Tweet gemacht, wie erwartet. Und hier daraus dann wirklich das veröffentlicht. Gehen wir natürlich auf X, das zu sehen. Und jetzt vor 43 Sekunden hat es diesen Post gemacht. Wow! Cult Game kehrt als Habbo Origins zurück. PC-Version, nostalgische. Prima! Und das war ein englischsprachiger Artikel, übersetzt, zusammengefasst, getweetet, in ein paar Minuten so aufgesetzt. How cool is that? Jetzt wollen wir das vielleicht auch für Facebook machen. Das heißt, ich mache hier Clone dieses Modul. Okay, nein, nicht so. Delete Modules, genau. Ich habe jetzt also hier den gleichen Post drin, aber ich will hier natürlich jetzt ändern. LinkedIn ist ja nicht dasselbe. Include an Emoji. For the fun of it. Keep everything super short für X, aber hier einfach short. Don't exaggerate. Swiss Syntax. Das ist alles okay. Tokens okay. Ich habe da schon einige Experimente gemacht mit Max Tokens und bis jetzt 3 US Cent ausgegeben. Also das ja, geht jetzt noch. Und hier könnte ich jetzt LinkedIn hinzufügen. Und habe meine Verbindung auch schon gemacht. Da musst du 2-3 Mal klicken, um das herzustellen. Und Comment machen wir wieder. Choices, Message, Content. Okay. Jetzt habe ich einen zweiten Strang zu LinkedIn. Könnte jetzt Run Once machen. Aber nichts passiert. Hat nichts gefunden, weil wir diesen Artikel schon veröffentlicht haben. Das heißt, ich könnte jetzt auf Engadget Gaming, All Gaming News, das nehmen, hier reinpeppen und dann Run Once wieder. Das würde dann wieder ein X-Post machen und gleichzeitig ein bisschen einen längeren Post auf LinkedIn. Mache ich jetzt nicht. Aus offensichtlichen Gründen. Hier nochmal Clone und dasselbe für Facebook. Also Pages, Create a Post. Die alte Website. Message. Nehmen wir wieder Choices. Message. Content. Und wir nehmen noch den Link dazu, das aus Google Sheets. Okay, damit es hier einen Post machen kann. Da würde ich natürlich auch wieder anpassen. Facebook Post. Und davon ausgehen, dass AI dann ein bisschen mehr in Richtung Facebook das Ganze formuliert. Und schon habe ich meine kleine Automation für 3 Posts automatisiert. Ich lösche jetzt LinkedIn aus offensichtlichen Gründen, habe einen zweiten Artikel reingepeppt, mache jetzt Run Once. Es geht also jetzt hindurch. Tweet ist gegangen, ging jetzt auch hier ins Leere, hat ein bisschen was gekostet für nichts. Und hier geht es zu Facebook Pages. Wir schauen mal, ob auf dieser ganz alten Facebook Page mit dem letzten Post von 2019, Reload,
Genau. Ein neues Abenteuer wartet auf dich. Super. Schön in Deutsch. Nichts mit deutschen Doppel-S. Alles gut. Okay, jetzt gehen wir einen Schritt weiter, weil Google Sheets nicht so super taugt dafür. Es ist ein bisschen mühsam, wenn ich diese Links in einen Google Sheet einfügen muss. Viel einfacher wäre es doch mit einem Bookmarking-Service. Und dazu habe ich meinen alten Pocket-Account hervorgekramt. Pocket ist ein Bookmarking-Dienst, das du auf dem Smartphone haben kannst, als Browser-Extension hier oben. Und wenn du etwas Interessantes liest, kannst du es dort reinspeichern, vielleicht auch für später lesen oder später umzusetzen oder eben für eine solche Automation. Ich lösche also jetzt Google Sheets hier raus und sage, ich will jetzt Pocket. Es sind über 1000 Applikationen hier drin und Pocket ist hier und ich will hier auch wieder Trigger when a new item is created. Ich will jetzt aber, dass nicht alles, was ich in Pocket reinspeichere, automatisch rausgeht an meine Social Media Kanäle, sondern nur, wenn ich den bestimmten Tag Share hinzufüge. Das heißt jetzt, ich mache jetzt da bei Tag Share rein, Domain, hier wieder Limit auf 1, ich will nur einen Link aufs Mal. Ich brauche nicht viel mehr als simple, ich brauche nämlich nur die URL. Okay. Und jetzt from now on. Okay. Die ganze Automation beginnt jetzt ab Pocket. Wir sehen jetzt aber rot, da fehlen Informationen, weil ich Google Sheets gelöscht habe, fehlt die URL jetzt in diesen Modulen. Klick also rein. Wir sehen hier ist der Artikel, das fehlt jetzt, weil ich Google Sheets gelöscht habe. Ich muss jetzt aus Pocket die URL holen. Das ist given URL. Okay. Hier rein. Das kann ich eigentlich im Moment gerade löschen. Und hier dasselbe. Auch hier given URL. Okay. Und Facebook wollte auch noch die URL. Also hier auch given URL. Okidoki. Die ganze Geschichte läuft jetzt ab Pocket. Das heißt, wenn ich jetzt über Proteste bei Google etwas lese und hier auf Pocket gehe und hier noch Share eingebe als Tag und zwar nur dann, Enter, dann ging das in Pocket rein und wenn ich das jetzt auf automatisch durchführen eingeschaltet hätte, würde das sofort durchlaufen. Jetzt mache ich Run Once. Es findet einen Artikel, hoffentlich den. More than, genau, Students Pledge. Gut. Es machte diese Geschichte und einen Tweet dazu. Über 1000 Studierende, schön auf Deutsch. Und hier auch auf der Facebook-Seite Reload. Einen neuen Post. Super. Megafon passt irgendwie zu Protest. Nice. Okay. Das heißt, jetzt mit Pocket, auch als App, kann ich irgendwo unterwegs sein, im Bus, im Tram und etwas lesen, teilen an meine Pocket-App, den Tag hinzufügen und diese Automation, sofern ich das jetzt einschalte, wird jede Viertelstunde hingehen und sehen, gab es da was? Und wenn ja, dann tweeten und Facebooken dazu. Ich kann hier auch einstellen auf every day, zum Beispiel morgens um 7.29 Uhr geht es hin und schaut, ob was Neues da ist und macht den 7.29 Uhr Post. Wie cool ist das? Hast du Fragen dazu? Gerne unten in die Kommentare. Und wenn du Make ausprobieren willst, unten ein Link. Da ist ein Referral-Link, das hilft mir ein bisschen, wenn du den nutzt. Also danke dafür und viel Spaß mit kleinen Automationen.